Hier im Bild sehen wir nun das Stellwerksgebäude mit dem elektromechanischen Stellwerk aus dem Jahre 1921. Es handelt sich hier um das älteste Stellwerk der S-Bahn Hamburg. Leider war zu meinem Besuch die Strecke nach Wedel nicht befahren, weshalb ich euch hier keine Aufnahmen zeigen konnte. Ich hoffe aber trotzdem, dass euch das Video gefallen hat.